papers, I got papers, I got papers. And all of this money, I put in labor, put in labor. Top four, I don't know if I got no neighbors. Give a fuck about a cross, give a fuck about a hater. So many cars, I built another garage. So many pounds, come fuck with me, blowing down. I'm smoking dope whenever I'm in your town. Your bitch is looking for Taylor, she giving up, coming down. Kommen wir zu meiner kurzen Bewertung des Magista X Proximo. Nachdem ich in der Vergangenheit viel Schlechtes über den Komfort und mögliche Fersenprobleme in den Nike-Schuhen mit Dynamic Fit Color gehört habe, war ich gespannt, ob ich mir vielleicht auf dem Samstag beim Dreh vor dem Spiel am Sonntag noch schön Blasen an der Ferse zuziehen würde, aber das Ganze war nicht der Fall. Obwohl ich die Schuhe in Füßlängen gespielt habe, also die Ferse auf der blanken Haut auflag, hatte ich keine Komfortprobleme. Ich habe 2 bis 3 Stunden gefreestylt und die Schuhe intensiv genutzt und hatte keine Probleme mit Druckstellen oder Blasen an der Ferse und muss sagen, dass der Schuh auch insgesamt sehr bequem war, was sicherlich auch mit der gepolsterten Sohle zu tun hat. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass ich persönlich breite Füße habe und die Schuhe wirklich perfekt saßen. Personen mit schmaleren Füßen sollten aber möglicherweise zu einem anderen Schuhmodell greifen. Was das Ballgefühl betrifft, kann ich sagen, dass ich mich im Magista X Proximo sehr wohl gefühlt habe. Allerdings sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass ich in dem Bereich Freestyle-Schuhe nicht wirklich über Vergleichswerte verfüge. Das heißt, ich habe einfach noch nicht viele Schuhe testen können. Es kann durchaus sein, dass andere Schuhe ein sensibleres, ein direkteres Ballgefühl bieten, weil eben das Obermaterial dünner ist. Aber Nike hat bei diesem Schuh darauf geachtet, dass man das Material verstärkt, um so auch die Haltbarkeit zu verlängern. Und hier sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ich habe den Schuh zwar jetzt nur für 3 Stunden im Freestyle und einmal noch beim Kicken getestet, aber ich muss sagen, dass ich so gut wie keine Gebrauchsspuren finden konnte und dass der Schuh wirklich einen robusten Eindruck macht. Das geht von der Sohle über die Spitze des Schuhs bis hin zum Obermaterial. Ich denke, dass Nike den Schuh wirklich sehr, sehr gut verarbeitet hat und man an dem Schuh für 150 Euro auch eine Weile seine Freude haben wird. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Schaut auch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Bleibt sauber, bleibt dran, bis dann. Ich bin raus in 5, 4, 3, 2, 1. Peace out.